Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem ersten Lesemonat-Video, und zwar Lesemonat Februar 2015. Das bedeutet auch, dass Littera nun ein Monat alt ist, dass mein Kanal also ein Monat auf YouTube ist. Freue ich mich natürlich über die ganzen Abonnenten und die lieben Kommentare, die ihr mir gebt und dass ihr mich so schön begleitet, auch auf Facebook. Ja. Wir wollen mal anfangen. Ich habe diesen Monat 7 Bücher gelesen. Es war echt eine Erleichterung nach der ungewollten Leseflaute, die ich hatte. Musste ich für Klausuren lernen, für die Uni. Ja, deswegen habe ich mich natürlich jetzt mit Feuereifer draufgeworfen, um euch auch einiges zu empfehlen zu können. Ja, wir fangen an mit Ensel und Grete von Walter Mörs. Da hatte ich ja auch schon eine Videorezension drüber gemacht, deswegen werde ich jetzt nicht so viel zum Inhalt sagen, nur das ist halt eine, ja, die zamonische Version von Hänsel und Gretel von den Gebrüdern Grimm ist. Ein bisschen verrückter, einfallsreicher und ja, mit ganz vielen neuen Ideen. Ja, herrlich, lustig, kann ich sehr empfehlen. Wenn euch das gefällt und ihr ein bisschen mehr darüber erfahren möchtet, schaut doch gerne in das Video hinein. Ja, als nächstes ein Kinderbuchklassiker, beziehungsweise ich fand das gar nicht so einfach. Ich würde das heutzutage nicht mehr so Kindern empfehlen, weil ja, die Story nicht ganz so einfach zu hinterblicken ist. Es handelt sich um Alice Abenteuer von Lewis Carroll in diesem wunderschönen, bunten, schrillen, sehr passenden Schuber vom Inselverlag. Dort sind beide Bände enthalten. Einmal Alice im Wunderland, wie man das auch so kennt, und Alice hinter den Spiegeln. Ja, mir war noch gar nicht so lange bekannt, dass es 2 Bände gab, aber in den ganzen Verfilmungen und Hörspielen, Serien sind meistens auch immer beide Bände irgendwie ein bisschen verwurstet. Ja, ich muss sagen, dass ich nicht ganz so gut hineingekommen bin in die Geschichte. Mir fehlte so ein bisschen der rote Faden und vor allem fand ich die Figuren, die man ja auch nun schon ein bisschen kannte, sehr unsympathisch. Also es war keine Figur richtig da, die mit Alice sich so zusammengetan hat, sondern alle hatten irgendwas an ihr rumzumäkeln und zu mosern und auch Alice selbst war nicht immer ganz nachvollziehbar in ihren Handeln. Deswegen fand ich es ein bisschen schwer, da richtig mitzufiebern. Aber ich glaube, es muss auch, sollte gar nicht unbedingt so sein, weil im Nachwort erfährt man dann auch nochmal, dass es sehr viel Gesellschaftskritik dahinter steckt. Und ja, dann ist es doch ein bisschen klarer geworden, warum alle so an ihr herummäkeln. Ja, es waren auch sehr viele Lieder und Gedichte enthalten, was teilweise sehr lustig war, aber es war fast schon ein bisschen viel. Also die Bücher waren so dünn, aber fast auf jeder dritten Seite hat man irgendein Lied oder Geschichte oder Gedicht zu lesen bekommen, wo ich auch immer wieder die Zeilen nochmal und nochmal überlesen musste, weil ich den Inhalt nicht ganz mitbekommen habe. Oder was genau da jetzt angedeutet werden sollte, weil sie einfach wirklich sehr wirr waren. Obwohl ich ja auch so abgefahren und verrückte Literatur stehe, ist es doch ja fast ein bisschen zu viel gewesen. Ja, aber trotzdem bin ich froh, dass ich jetzt weiß, woher die ganzen Filme das Material genommen haben und das Original einfach zu kennen. Ja, und freue mich auch über diese schöne Ausgabe. Werde aber trotzdem doch eher lieber die Filme sehen, als das Buch nochmal zu lesen. Vielleicht mal ein paar Sachen nachzuschlagen. Ja, als nächstes habe ich für euch, damit ihr auch ein bisschen mehr Vielfalt habt bei meinen Rezensionen, nicht nur Fantasy-Bücher empfohlen bekommt, sondern auch etwas anderes, mir aus anderen Genres 3 Bücher gekauft. Und als erstes ein Krimi, beziehungsweise Thriller
5 von Ursula Poznanski. Da fand ich ihre Jugendbücher ja so klasse. Erebos und Seculum. Super spannend. Einzigartige Ideen. Und so war das hier auch wieder. Hier hat sie Krimi bzw. Thriller mit dem Thema Geocachen verbunden. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Geocachen ist. Es ist so eine Art moderne Schnitzeljagd mit Hilfe von Koordinaten, die man aber trotzdem in der Natur sucht. Ja, und dort das mit Mordfällen zu verknüpfen, fand ich echt eine super Idee mit Rätseln. Ja, man ist die ganze Zeit am Miträtseln und es war super spannend und ich konnte es nicht aus der Hand legen, bis ich endlich wusste, was für eine Lösung dahinter steckt. Wer da noch ein bisschen mehr wissen möchte über den Inhalt, kann gerne nochmal in meinen Valentinstag-Video reinschauen, Happy Valentine. Da habe ich unter anderem dieses Buch auch vorgestellt, also zwei Liebesromane und auch diesen Krimi. Ja, kann ich sehr empfehlen. Die beiden weiteren Fälle werde ich mir auch zu Gemüte führen. Das sind Blinde Vögel und Stimmen. Stimmen ist der dritte Fall, der erscheint jetzt im März. Habe ich aber bereits schon das Leseexemplar bei mir liegen. Da freue ich mich schon drauf. Ja, als nächstes kommen wir zu einem Schmöker. Da dachte ich, es muss auch mal sein für die Seele. Mal was, ja, was Schönes mit einer kleinen Liebesgeschichte dabei und für ein bisschen Familiengeheimnisse. Da habe ich mir dieses hier gegriffen, Die Frauen der Rosenvilla von Theresa Simon. Geht so ein bisschen in die Richtung von Kate Morton und Lucinda Riley, wer sich da so ein bisschen auskennt. Mich hat das Buch sehr überrascht. Ich dachte, das wäre jetzt sehr kitschig oder, naja, ich wollte halt mal in diese Richtung mal wieder was lesen. Aber es hat mich so positiv überrascht, konnte ich auch nicht aus der Hand legen. Ich denke, weil es mich da doch so positiv überrascht hat, werde ich da auch nochmal eine Rezension einzeln drüber machen. Daher gebe ich nur ein paar Stichworte. Familienschicksale, drei Frauen in verschiedenen Zeiten, Schokolade, Pralinen, Rosen, Liebe. So, das ist zu den ein paar Stichwörter, aber ich werde da näher zum Inhalt auch nochmal eingehen in der Videorezension. Ja, als nächstes habe ich mir dann nochmal einen Klassiker geholt, war eher ein Spontankauf. Kannte ich vorher nicht. Klassiker sage ich jetzt nur, weil es der Name bekannt ist von der Autorin und weil es halt schon älter ist. Ich glaube, es ist 1978 im Original erschienen. Ich rede hier drüber, Die Buchhandlung von Penelope Fitzgerald. Ja, ich fand halt, als Buchhändlerin und Bücherliebhaberin kann man natürlich da nicht widerstehen, mal reinzugucken. Und da habe ich mir das dann gleich mal mitgenommen und ich dachte, so ein kleines Büchlein kann ich mir mal kurz durchlesen. Aber es war leider doch nicht ganz so einfach und es hat mich doch relativ enttäuscht und runtergezogen, weil es war doch eher ein bisschen deprimierend. Es geht halt um eine Frau, die in einem kleinen Dörfchen, sehr ländlich in England, eine Buchhandlung eröffnen möchte. Und in diesem Dörfchen weiß halt jeder von jedem, was er genau tut. Und irgendwie gönnt ihr keiner so richtig diese Buchhandlung und ihr traut es auch keiner zu, das durchzustehen. Sie ist auch eine Frau mit nicht so viel Rückgrat, möchte es aber trotzdem ausprobieren. Und ich hatte dann gedacht, ja, zu Anfang beginnt sie halt so als kleines Mäuschen erst das auszuprobieren und wird aber immer selbstbewusster und setzt sich dann durch. Aber das war leider nicht der Fall. Ihr werden immer mehr Steine in den Weg gelegt und sie, ja, scheitert zum Ende auch. Also das fand ich so deprimierend, dass es überhaupt keine schöne Wendung gab und auch die, diese Leidenschaft zu Büchern kam auch überhaupt gar nicht richtig rüber. Es ging eigentlich nur um diese Politik und Gesellschaft in den, im Dorf, wer da die Macht hat und, ja, und diese auch nutzt und wer die Verlierer sind. Und das war nun sie. Also als ich das zugeklappt habe, dachte ich, das kann es ja wohl jetzt nicht gewesen sein. Im Nachwort erfährt man auch hier wieder, dass es sehr gesellschaftskritisch ist. Aber ich bin so ein bisschen auf das Cover und
ja, den Titel reingefallen. Ja, fand ich leider nicht so schön. Und auch obwohl es so dünn ist, habe ich mich da sehr lange mit rumgequält. Naja, umso mehr habe ich mich denn gefreut, wieder auf eine Fantasy-Reihe. Und zwar Reckless, habe ich euch ja schon auf meiner Facebook-Seite gepostet. Ich hatte den ersten Band schon gelesen, schon mal, hatte dann den zweiten bekommen, wollte aber warten, bis der dritte erscheint, damit ich alle nochmal zusammen im Rutsch lesen konnte. Das war auch eine sehr gute Entscheidung, denn ich wusste viele Sachen aus dem ersten Band nicht mehr. Zeige euch mal. Das ist dieses hier. Reckless von Cornelia Funke. Stein in das Fleisch ist der erste Band. Und der zweite, auch Reckless, lebendige Schatten. Total hübsche Cover. Den dritten, den lese ich jetzt gerade, habe ich jetzt nicht mehr im Februar geschafft. Und ich werde auch nochmal eine eigene Rezension über die Reihe drehen. Denn ich bin sehr positiv angetan von der Reihe. Und besonders der zweite Teil hat mich wirklich nochmal umgehauen. Ich weiß halt auch, dass viele nicht so begeistert waren von der Reihe nach Tintenherz. Ist die halt ein bisschen anders. Da werde ich dann auch nochmal drauf eingehen, was mir da aufgefallen ist, negativ und positiv. Ja, ist auf jeden Fall wieder eine schöne Fantasy-Reihe, die ja hinterm Spiegel existiert, halt diese Fantasy-Welt. Und diese Welt hat viele Märchen. Figuren auch, also die man so kennt. Ja, das ist nur ein kurzer Anriss. Aber da werdet ihr auf jeden Fall nochmal von mir hören, sobald ich den dritten Teil fertig gelesen habe. Und wenn der auch so toll ist wie die ersten beiden Bände, dann wird das lang nicht mehr lange dauern, bis ich euch dieses Video drehe. Ja, das waren meine 7 Bücher, die ich euch jetzt vorgestellt habe. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und ich hoffe auch, dass ihr mich im März wieder so schön begleitet auf YouTube und Facebook. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.